Willkommen zum diesjährigen Skispringen in Zakopane. RTL Skispringen 2003 gehört zu den Spielen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie gut finden würde. Denn zum einen finde ich Skispringen als Sport nicht sonderlich interessant anzusehen und zum anderen habe ich mir gedacht, was kann daran spannend sein, immer wieder denselben Spielablauf des Schanze-Runterrasens zu iterieren? Und dann ist es auch noch so ein günstiges Spiel aus Deutschland inklusive RTL-Testimonial. Das ist doch sicherlich billiger Lizenzschrott, um den Hype um Sven Hannawald und seinen Vierschanzen-Tourneesieg abzugreifen. Oh boy, hab ich mich geirrt. Zum Glück hat mich mein Kumpel damals regelrecht gezwungen, mit ihm eine Runde RTL-Skispringen im Multiplayer im Hotseat-Modus, also gemeinsam auf der Couch, abwechselnd spielend mit ihm zu zocken. Was für ein grandioser Spaß. Denn die Steuerung ist in seiner Machart simpel und genial zugleich. Zu Beginn eines jeden Sprungs positioniert sich unser Springer auf dem Donnerbalken. Die Windstation links zeigt uns, ob wir Seiten-, Auf- oder Rückenwind haben. Nun haben wir 10 Sekunden, um den richtigen Windmoment zum Starten zu wählen. Bereits dies ist spannend, weil man bei ungünstigem Seitenwind hofft, dass er sich noch dreht. Haben wir uns abgestoßen, heißt es, die Kugel unten rechts auf dem gebogenen Balken in Balance in der Mitte zu halten, was bei starkem Seitenwind natürlich schwieriger ist. Den Springer so in der Spur zu halten, ist wichtig, um maximale Geschwindigkeit für den späteren Absprung zu erhalten. Nähern wir uns dann dem Ende der Schanze, wird durch Drücken und Halten der X-Taste ein Aufladebalken gefüllt. Ähnlich wie bei einem Golfspiel der Schwingbalken. Wichtig ist das Timing. Erst drücken, wenn durch Nähern der Schanze der obere Balken bereits am Strich angekommen ist. Je besser das Timing beim Drücken, umso stärker die Absprungkraft. Kurz nach dem Drücken ist dann wieder Timing gefragt fürs Wiederloslassen der X-Taste, wenn der Balken ans Ende kommt. Durch das Loslassen springen wir nämlich an der Kante der Schanze ab. Verpassen wir den Moment, springen wir nicht und können froh sein, wenn unser Springer überhaupt über die Kuppe hinwegkommt. Beim richtigen Timing aber stößt er sich herrlich von der Schanze ab. Jetzt heißt es schnell in die V-Stellung zu wechseln, um durch mehr Fläche weiter fliegen zu können. Dafür zieht man den linken Analogstick nach hinten und balanciert den Springer in der Luft, denn auch hier arbeitet man gegen den Wind. Am geilsten ist es, wenn man Aufwind hat und dadurch das Gefühl bekommt zu schweben. Jetzt heißt es nur noch ordentlich zu landen, um die Punktrichter nach dem sauberen Flug bei den Haltungsnoten zu überzeugen. Hierfür müssen wir im letzten Moment die V-Stellung wieder auflösen durch das nach vorne Drücken des Sticks und für die Landung zusätzlich wieder die X-Taste drücken. Fertig! War doch ganz einfach. Wie ihr an meiner Beschreibung seht, muss man für einen einzigen Sprung eine ganze Menge unterschiedlicher Tastenkombinationen berücksichtigen. Timing und Gleichgewicht halten sind dabei die Hauptkomponenten, um weite Sprünge zu machen. Beeinflusst wird dies einmal von der Natur, so habe ich den Wind ja nun schon mehrfach erwähnt, aber auch von den Fähigkeiten unseres Springers sowie der Ausrüstung. Je besser die Anlauffähigkeiten des Springers zum Beispiel sind, umso gebogener wird der Balken. Er fährt dann zwar nominell schneller die Schanze runter, aber es ist auch deutlich schwieriger, die Balance zu halten. Dank dieser famosen und auch intuitiven Steuerungsart mit seinen vielen Variablen innerhalb eines einzelnen Sprungs ist tatsächlich jeder Sprung eine einzigartige Herausforderung und erzeugt dadurch eine unheimliche Spannung und Dramatik. Und das selbst noch nach dem tausendsten Sprung. Jeder Wettkampf besteht dabei aus 3 Sprüngen. Der erste ist die Qualifikation für die Endrunde. Hier müssen wir nicht auf Platz 1 landen, sprich am weitesten springen. Es reicht unter den ersten 25 von 50 zu sein. Also ruhig Blut. Da jede Schanze auch unterschiedliche Anläufe hat, muss man sich erstmal an das leicht veränderte Timing beim Sprung gewöhnen, wenn man gerade von einer anderen Schanze kommt. Den ersten Sprung sollte man daher lieber ein bisschen sicherer springen, die Timings nicht komplett ausreizen und lieber sicher abspringen und einen sauberen V-Flug samt Telemark-Landung hinlegen. Verbockt man den Sprung, verpasst man schlimmstenfalls die Qualifikation, was im Gesamtweltcup natürlich eine Katastrophe darstellt. Hat man die Qualifikation geschafft, geht der Puls noch ein paar Stufen höher, denn die nächsten beiden Sprünge werden zusammengezählt. Also heißt es gleich mit dem ersten Sprung eine gute Basis legen.
Das Abwägen zwischen einem sicheren Sprung und dem Herauskitzeln weiterer Flugmeter, indem man die Timings beim Sprung maximal ausreizt, macht den ersten Sprung im Finale sehr aufregend. Je nachdem, wie der erste Sprung gelungen ist, hat dies Auswirkungen auf das Spielgefühl des zweiten Sprungs. Ist man gut und weit geflogen und liegt auf Platz 1, neigt man dazu, ein wenig weniger Risiko beim zweiten Sprung einzugehen, um durch eine solide Weite und gute Punktrichterwertungen zu gewinnen. Hinzu kommt natürlich die Nervosität. Man will sich seine gute Ausgangslage wegen einer verpatzten Landung schließlich nicht ruinieren. Liegt man hingegen zurück, weil man den ersten Sprung nicht ideal geschafft hat, heißt es aufholen, um noch das Maximum an Platzierung für den Gesamtweltcup rauszuholen. Also geht man volles Risiko und versucht die Timings für Sprung und Landung komplett auszureizen. Diese unterschiedlichen Dramatiken, die sich so aus der Kombination von Steuerung und Spielablauf der Meisterschaft ergeben, erzeugen eine durchgehende und immer wieder leicht unterschiedliche Herausforderung bei jedem Sprung. Da ein Sprung immer nur wenige Sekunden dauert und man so mehrere Schanzen und Sprünge in relativ kurzer Spielzeit schafft, kommt man sehr schnell in einen süchtig machenden Gameplay-Loop, der unheimlich motivierend ist. Hat man ein Springen verbockt, hat man schon kurz danach die Gelegenheit, es wieder besser zu machen. Im Weltcup vor einem liegende Springer werden so zu Rivalen, die man für jeden guten Sprung verflucht und jeden Bock hämisch auslacht. Und im Multiplayer, gemeinsam auf der Couch, steigert sich das natürlich noch um ein Vielfaches. Wie ihr raushören könnt, ich halte RTL Skispringen für ein hervorragendes Sportspiel. Die Sportart wird sehr genial auf die Gamepad-Steuerung übertragen und erzeugt genau die Dramatiken und Abwägungen des realen Sports. Im Multiplayer eine absolute Granate. Aber auch im Singleplayer ein herrlich aufregendes Spiel. Aber was sagt eigentlich der Kommentator zu unseren Sprüngen? Etwas kraftlos im Absprung, sonst wäre sicher eine bessere Weite drin gewesen. Etwas unruhig, aber sonst sehr ordentlich dieser Sprung. Ein nahezu perfekter Sprung, aber an der Haltung muss er noch arbeiten.